Theater hat auf mich eine magische Wirkung gehabt. Das hat mich fasziniert. So. Und ich konnte, und da hätte mir keinen anderen Beruf vorstellen können. Das erste Mal bin ich in Brandenburg gewesen, zur Zeit, als Wruck hier Intendant war. Weiß ich aber genau die Jahreszahl nicht. Und das hat mich eigentlich, nein, während des Studiums, Manfred Kagel kam ja hier aus Brandenburg. Wir waren sehr befreundet und ich habe dann, weil ich nicht das Wochenende nur nach Rügen fahren konnte, dadurch bin ich öfter hier gewesen in Brandenburg. Und Brandenburg, das war dann so, Mensch, kurz vor Berlin und alle sind bei der DEFA. Und das hat mich dann schon interessiert. Und Werner Fräser, als der hier Oberspielleiter war, der ja auch aus meinem Dorf kommt und mit meiner ältesten Schwester mal verlobt war, so wie das Theater hier war, das hatte irgendwas. Ne? Das darf man nicht vergessen, dieses alte Gebäude. Aber es war eben auch nicht das für die Zukunft, wie es hätte sein können. Und auch gerade mit dem Bau wollten wir auch ein Zeichen setzen, dass wir gebraucht werden und dass die Stadt uns braucht. Ich denke, da wird schon seit Jahren dran gearbeitet, das Theater in Abgrund zu fahren. Und ich meine natürlich auch einige, auch Theaterleute, die daran beteiligt sind, eben weil sie schlecht arbeiten. Das wird nicht passieren. Das hat eine Eigendynamik. Das ist eben ein Phänomen. Man kann es auch nicht beschreiben, warum. Also ich könnte es zum Beispiel nicht. Ein ganz schlimm war für mich immer, also das müsst ihr jetzt aus dem Stück lernen. Weißt du, wenn die Haltung dahinter stand beim Regisseur und beim Ensemble. Schon Feierabend. Was lehrt uns das? Weil natürlich wir zu DDR-Zeiten aufgrund bestimmter Dinge, die wir nicht tun durften, natürlich immer was gucken lassen haben. Also das haben die Leute sehr genau registriert. So Andeutungen oder Doppeldeutigkeiten, oder so, die dann für sie politisch genommen wurden. Das ist ja auch das Interessante, dass zu DDR-Zeiten das Kabarett eine wahnsinnige Bedeutung hatte, weil dort ja noch gemäßigt sagen wir mal, Dinge angesprochen werden konnten. Ich habe immer gesagt, und ja, ich meine das auch so, also wer sowas macht, der muss die Menschen unheimlich lieben, sonst soll er die Finger davon lassen. Und das ist eine Riesenverantwortung. Weil irgendwann, man ist ja nicht vollkommen, irgendwann tut man dem einen oder anderen doch Unrecht, nicht? Und hinterher, dann könnte man sich selber an den Hintern treten, aber passiert. Und um nochmal auf den Schauspieler zurückzukommen, also wer sich das erhalten hat, diesen Spieltrieb aus Kinderzeit oder so, der ist gut beraten.